Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wir probieren. Heute mit Buenos Mate, besser gesagt Buenos Eistees. Einmal ja, Buenos Mate und Buenos Lapacho. Und da fangen wir gleich mal an mit der Buenos Mate. Wir sind ja große Mate-Freunde, wie man weiß. Finde ich vom Logo her, ist auch wieder sehr einfach gehalten, finde ich aber nicht schlecht, vor allem hier im Hintergrund. Es ist auch Sonne, aber es ist nicht kindlich, sondern es ist traditionell. Hab ich auch verstanden. Nee, aber hier im Hintergrund, man sieht es vielleicht so ein bisschen, ist es eine Landkarte, eine geografische Karte. Ja, ich sehe es. Ja, man sieht auch Bolivien so die Bolivien und die anderen. Ja, vor allem sieht man die Gebirge so eingezeichnet und alles Mögliche. Und auch hier am Rand, so, das ist schon recht hübsch gehalten. Doch, gefällt. Ja. Wir haben ja auch eine Broschüre dazu gekriegt, weil es wurde natürlich gespendet von Buenos Mate, beziehungsweise Thank you very much. Buenos. Einmal in klein, wo hinten noch ein Cocktail mit drauf ist, mit Inhalt. Und das gleiche nochmal in groß. Und weil meine Augen langsam nicht mehr mitmachen, nehme ich die große. Buenos Mate haben wir jetzt. Feinest Eistee. Mate, das koffeinhaltige Volksgetränk der Südamerikaner, wird aus den getrockneten und grob geschnittenen Blättern des immergrünen Mate-Strauchs zubereitet. Ach was! Der Mate-Strauch wächst nur in einem Teilgebiet des mittleren Südamerikas. Ursprünglich bezeichnete der Name Mate ausschließlich das Trinkgefäß, aus dem das Heißgetränk konsumiert wurde. Der aromatisch frische Geschmack und seine belebende Wirkung machen Buenos Mate zu einem einzigartigen Elixier zu jeder Tageszeit. Der Rest Kaffeebohne, Zitronensaft, sonnengereifte Zitronen, bla bla. Aber. Nett. Ja, gut. Was hier auch noch interessant ist, wir haben ja auch noch ein Blatt mit Fakten, wo das ein oder andere draufsteht. Sag doch mal da was dazu. Fakten. Koffein aus grünen Kaffeebohnen. Koffein wirkt generell zentral stimulierend, fördert geistige körperliche Leistungsfähigkeit, Atemkreislaufzentrum, Erweiterung der Blutgefäße, gut für die Raucher. Frisch geerntete Kaffeebohnen werden bei der Kaffeeherstellung normalerweise erhitzt und geröstet. Diese Verfahrensschritte ist entscheidend für die charakteristische dunkle Farbe und kräftigen Geschmack von klassischem Kaffee. Koffein aus grünen Kaffeebohnen, wie es bei dem enthalten ist, wird vor dem Rösten gewonnen, um einen Extrakt zu erhalten, welches natürliches Koffein ohne Kaffeegeschmack enthält. Das heißt, alles, was Koffein aus Kaffee ist dann eben aus gerösteten Bohnen hat auch Kaffeegeschmack. Richtig. Und aus den grünen ziehst du nur das Koffein raus, was du eigentlich haben willst. Genau. Zitronensaft statt Zitronensäure. Zitronensäure wird biotechnologisch aus Melasse oder chemisch aus Zitronensaft gewonnen. Zitronensaft enthält natürlich bedingt Zitronensäure. Zitronensaft ist ein natürliches Produkt, das direkt aus der Zitrone gewonnen wird. Große Teile in Europa gehandelt Zitronen aus südamerikanischen Ländern wie Argentinien, Brasilien, Mexiko und Peru. Ja, dann kommt noch was zu Rohrzucker, aber das ist nicht so besonders. Dann haben wir noch allgemeine Facts zu Mate. Ursprung in Südamerika, teeähnliches Erzeugnis aus dem in Südamerika wild wachsenden Mate-Baum und dem kultivierten Mate-Strauch. Zählt seit jedem Zeit Genussmittel, Gewinn aus Blättern, Blatt, Blütenstiele und den Triebspitzen. Trocknung ohne Fermentation, das ist noch interessant, und dann im Rauch des offenen Feuers. Und hohe natürlich, der Rest ist dann blabla. Lapacho kommen wir nachher nochmal drauf zu. Kommen wir nachher noch drauf zu, hätte ich auch gesagt. Vom Geruch her ist es extrem mild, hätte ich gesagt. Also es ist eine Mate, die kaum sich durch Geruch auszeichnet. Also sagen wir mal so, bei anderen, bei Clubmate oder besonders... Es riecht sogar ein bisschen nach Honig, so ein bisschen. Gelb, also besonders bei Lidmate oder bei Rio Mate hast du schon Die Clubmate, hast du ja gesagt, hat nur 40 Milligramm Mate auf 100 Milliliter Getränke. Ja. Und die hat 120, also ist dreifach eigentlich. Genau, wobei es steht auch nicht auf der Flasche drauf, es steht nur in der Broschüre. In der Broschüre, was ich etwas irreführend finde, weil wenn man so das schon groß als Vorhängeschild, dann sollte man das doch auch bitte mit auf die Flasche schreiben. Da steht nur der klassisch erhöhte Koffeingehalt, richtig? Genau. Naja, gut. Ich mag Kösten. Also als allererstes fällt auf, wenig Kohlensäure. Angenehm wenig. Und zwar wirklich nicht fehlend. Nicht fehlend, aber wirklich im Vergleich zu, vor allem im Vergleich zu allen anderen Marten, würde ich sagen, oder ist der Plural überhaupt Marten? Egal. Schon Mate. Mate. deutlich weniger Kohlensäure auf jeden Fall. Also es ist kein wirklicher Prickel und vor allem kein wirklicher Schaum auf der Zunge, wie man das bei anderen hat, sondern wirklich nur ein ganz leichter Prickel im Gaumen und am Hals oder so. Oder im Rachenraum, vielmehr gesagt. Aber Geschmack, was bitte? Im Nachhang, also hinten raus dann.
merkst du wirklich, dass es 120 statt 40 sind. Weil die Würze bleibt hängen. Und das finde ich geil. Ja. Nee, ich finde die auch, also muss ich ganz klar sagen, vorne, vordergründig, also im Mund, ist die gar nicht so intensiv. Da ist die fast schon wässrig, finde ich. Es ist zwar schon nur der deutlich, erste Schluck, ja. Also ja, ja, es ist die erste halbe Sekunde so. Es ist zwar deutlich ein Teegeschmack irgendwo da, aber es ist nicht so intensiv, wie man das. Also man darf jetzt nicht sofort irgendwelche Süße oder irgendwelche Würze oder sonst irgendwas erwarten. Am Anfang ist, hält sich sehr zurück. Und dann kommt sie durch. Ja, aber auch nicht so intensiv. Das Teegefühl ist intensiv, aber der Geschmack ist es nicht. Und das ist schon mal was die anderen meistens nicht haben. Ja, aber dass wirklich aber, Tee durchkommt, was ja, aber es eigentlich ist, sein sollte. Ja, aber das ist auch ein Unterschied, ob du ein Teegefühl hast oder ein Geschmack. Tee. Teegefühl? Ja. Definiere mal bitte Teegefühl. Was ist jetzt für dich Teegefühl? Leicht trocken, ein bisschen leicht bitter. Also meinst du wirklich Feeling im Sinne von, wie sich's anfühlt? Ja. Uff. Das Trockene kommt bei mir erst hinten raus, deswegen ist das in der Mitte noch nicht. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Ja, weil so geschmacklich finde ich es sehr mild. Also geschmacklich finde ich es nicht in die Fresse, aber ganz und gar nicht. Ich finde es hinten raus dann eben geil. Also im Nachgeschmack merkst du richtig, wie dein Mund dieses typische, diesen Teefilm bekommt. Ja, auch dieses leicht wachsige von der Mate. Das ist eben genau das ist Gefühl. Ja, das ist aber nicht Geschmack. Aber es bleibt auch ein Restaroma auf der Zunge. Und das ist die pure Mate und das ist der Geschmack, den ich dann meine. Ja, aber auf jeden Fall sind wir uns einig, sie ist mild. Sie ist mild, aber trotzdem man nicht sieht wässrig. Man sieht schon, die schmeckt. Sie schmeckt. Ja, würde ich, also sagen wir mal so, die würde ich jemandem empfehlen, der versucht, von der stark süßlichen Mate wegzukommen, dem aber so die Top-Mate oder so gar nicht schmeckt und dem die Club-Mate zu viel Kohlensäure hat. Das ist für mich so eine tägliche Mate. Ja, also so eine Tagesmate. Ja, das ist das Geschäft, du willst trotzdem nicht auf Mate verzichten, was auch immer. Jetzt meine ich den Tee richtig. Danke. Der bleibt nämlich erst nach gewisser Anzahl Schlücken wirklich schön als Film. Ja. Aber angenehm. Also nicht wirklich störend. Ja. Ja, also. Also wie gesagt, eine Tagesmate, die du so zwischendurch immer trinken kannst. Klar, das kam in der Clubmate eigentlich auch. Inzwischen mache ich es aber auch nicht mehr, weil es einfach zu krass ist. Ja, irgendwann braucht man wieder was anderes. Aber das würde ich zumindest schon mal des Öfteren die Woche trinken wollen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man Zugriff drauf hat. Die hat extrem wenig Zucker. Ja, habe ich mir auch gedacht. Als Vergleich zu den anderen Maten, ja auch gerne mal noch, die sind zwar auch im Verhältnis zu anderen Getränken noch relativ wenig, aber die hat selbst für eine Mate noch relativ wenig Zucker drin. Ja. Schmeckt trotzdem. Ja, gut. Also kommen wir mal zum Lapacho. Das Design ist das gleiche, nur in grün. Das gleiche in grün. Nee, gelb. Ja, und in gelb. Gelb, ja. Das aus noch aber mal. Es ist auch wieder hier diese Karte. Ist auch der gleiche Abschnitt, oder? Habe ich mich verguckt. Steht auch Bolivien? Boli und unten. Ah, es ist ein leicht anderer. Lustig. Ist weiter noch da oben ist oben. Brasil. Ja, das siehst du hier nicht mehr. Du siehst nur Bolivien. Nichtsdestotrotz, also erstmal ist die Frage, was ist denn überhaupt Lapacho? Und da liest doch mal bitte vor, was Lapacho ist. Vorbereitet. Weil hier steht nämlich auch dick fett dran, Weltneuheit. Und da ist es natürlich viel interessanter, wie, was ist hier das? Ganz, ganz dick Weltneuheit. Der Lapacho-Baum ist in den tropischen Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas beheimatet. Den rot blühenden Bäumen wird eine große Heilkraft zugeschrieben. Lapacho wird aus der ständig nachwachsenden Baumrinde gewonnen und enthält Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Phosphor, sowie viele Spurenelemente. Sein milder und erfrischend süßlicher Geschmack sowie seine gute Verträglichkeit machen Buenos Lapacho zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis. Umweltfreundliche Glasflasche, Zitronensaft, bla bla. Da haben wir auch noch einen Auszug davon. Lapacho, Ursprung in Südamerika, Sammelbezeichnung für mehrere Arten der Baumgattung Tabebuya, das sind Trompetenbaumgewächse, und deren Produkte. Das ist ein Baum, der wird bis zu 35 Meter hoch. Für den Tee wird die innere Rinde des Baumes benötigt, die am Baum entlang abgeschält und freigelegt wird. Das heißt, du machst die obere Außenschicht ab und erst das Innere interessiert dich wirklich. Baum bleibt aber unverletzt, weil die Rinde wächst danach. Gilt seit ältesten Jahren zugleich als Lebensgenuss, Heilmittel, reich an Gerbstoffen, Vitamin C, Kalium, Calcium, Eisen, Lapachol und Xyloidin sind antibiotisch wirkende Stoffe, auch gegen Entzündung hemmend. Natürlich Koffein, ja. Natürlich koffeinfrei, nachgesagte Wirkung. Regelmäßiges Trinken soll den Körper entgiften und entsäuern und die Leber stimulieren. Er soll auch bei Rheuma, Arteriosklerose, Asthma, Bronchitis, Dickdarmblasen und Prostataentzündungen, Krampfadern, Hautproblemen und schlecht heilenden Wunden helfen. Reizlindernd. Hui.
Was nicht alles gibt. Was es nicht alles machen soll, anscheinend. Nach was riecht denn das Zeug? Es riecht fast gleich. Es riecht ein bisschen würziger, auch ein bisschen honiger, würde ich fast sagen. Honiger? Ja. Okay. Was erinnert mich das? Ich weiß es echt noch nicht. Ist eine gute Frage, wie man das geschmacklich umschreibt. Also ich würde es eher an die Rio-Mate anlehnen. Weil es hat so ein bisschen was von diesem Honig, fast sogar Richtung Akazienhonig rein. Es finde ich, bei dem kommt der Tee oder dieses Teeartige nochmal stärker rüber. Aber ansonsten kann man es nicht genau umschreiben. Also es ist trotzdem sehr, also es ist sehr ähnlich, der Mate ist sehr ähnlich, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Es kommt bei dem hier noch ein bisschen mehr als bei, also anscheinend Zitronensaft oder Zitronensäure haben sie ja beide drin. Ich finde, bei dem merkst du die Zitrone ein bisschen mehr raus als bei der Mate. Ja. Wobei ich finde, es geschmacklich kommt es ja also bei mir aufs Gleiche raus, ob da jetzt Zitronensaft oder Säure drin ist. Also man merkt es ja eh nur als säuerlichen Effekt. Also wirklich, ob es deinen Mundinnenraum angreift oder nicht so eigentlich. Mhm. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, ob es mir gefällt oder nicht. Also von der geschmacklichen Einordnung her geht's schon Richtung Mate. Wobei das Wachsige nicht ganz so da ist. Mehr Honig. Und doch, wenn du Luft mitziehst, ist schon... Mehr Honig, ja... Plus X, da ist noch irgendwas, da komme ich noch drauf. Ja, aber doch, es geht schon so in die Richtung Akazienhonig, aber auch wieder sehr mild. Und ist irgendwas von. Aber dieses Wachsige ist da extrem. Kürbis. Weiß ich jetzt nicht, also wüsste ich jetzt nicht. Ein Hauch von Kürbis, das war's. Aber ganz ehrlich, so merkst du, diese wachsige Note ist da extrem. Gerade wenn du Luft nochmal mitziehst, dann ja. Aber ist mir zu dünn. Die ist mir echt zu dünn. Da hätte ich mir auch etwas mehr gewünscht. Also ich bin ja sowieso eher der Freund der kräftigeren Mate oder des kräftigeren Tees. Getränks allgemein. Nee, nicht unbedingt. Aber also ich hätte gern etwas mehr Geschmack. Bei dem hat es mich jetzt nicht so gestört. Da fand ich die Abmischung richtig gut. Ja. Auch wenn die mild war. Da fehlt noch Aroma. Fehlt mehr. Noch. Das gewisse Etwas fehlt noch. Die ist von der Grundidee her nicht schlecht. Die ist nicht verkehrt, aber es fehlt noch ein bisschen was. So irgendwie so würde es ein Tick mehr, also entweder ein Tick mehr Säure oder ein Tick mehr nicht Tee-Aroma, also nicht mehr, dass dieses Wachsige rauskommt. Einfach länger mehr ziehen lassen. Ja, das zum Beispiel. So irgendwie was. Dann könnte das durchaus... gut sein, wobei das heißt ja nur, dass es dann unserem Geschmack entspräche. Das heißt ja nicht, Es wäre mehr an unserem Geschmack dran, ja. Ja. Auf jeden Fall trotzdem beides zu empfehlen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall beides kaufbar, trinkbar, angenehm. Vielen Dank nochmal fürs Zuschicken. Ja, danke für die Spende. Vielen, vielen Dank. Und in diesem Sinne, adios. Ugh.